versetzt. Willi, die zwei Damen nehmen den Willi in die Mitte. Klaus. Willi, hier bin ich. Hier spielt die Musik. Kann doch jemand. Was ist jetzt los? Ja, während des Bundesfreiwilligendienstes hat mir eigentlich ganz besonders gut gefallen die Seminare unter anderem, der Zusammenhalt während der Seminare und die Erfahrung, aus welchen verschiedenen Sportarten die Teilnehmer kamen, mit was für Beweggründen und auch die Projekte, die jeder in der Zeit während seiner Tätigkeit ausgeübt hat. Ja, besonders schön fand ich als Freiwillige im Niedersächsischen Turnerbund die Wertschätzung untereinander und die tollen, vielen Erfahrungen, die alle miteinander ausgetauscht haben. Ich freue mich, seit 41 Jahren mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und Kindern. Und das Erfreuliche daran ist, wenn man mit den Kindern irgendwas anstellt, macht, sei es im Sport, Freizeit, die Freude, die die Kinder daran haben, das erfüllt mich auch mit Freude und Zufriedenheit. Vor allen Dingen arbeite ich in letzter Zeit sehr viel mit Kindern aus Migrantenfamilien zusammen und das ist noch besser, weil es da andere Probleme gibt als nur den Sport. Ja, ich arbeite jetzt schon einige Jahre mit Senioren im Sport zusammen und freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie schnell die älteren Herrschaften, wie man sie nennt, lernen können, wenn man es ihnen richtig beibringt. Und die Tipps, das zu machen, hole ich mir bei den Schulungen des Bundesfreiwilligendienstes. Naja, ich habe seit über 50 Jahren schon ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht. Und dieses letzte Jahr bei dem Bundesfreiwilligendienst hat mir den letzten Kick gegeben. Also ich habe so viel Spaß gehabt dabei. Ich habe Leute kennengelernt, die einfach toll waren, die Seminare hervorragend. Wir hatten tolle Leute dabei, nicht? Also sowas möchte ich nicht vermissen und sowas behalte ich immer in meiner Erinnerung darin. Das ist eine konstante Leistung, oder? Dichter geht nicht. Der Bundesfreiwilligendienst für ältere Menschen bietet zwei große Perspektiven. Zum einen ist da die Möglichkeit, dass ältere Freiwillige, die ihre Berufserfahrung oder ihren Berufsweg abgeschlossen haben, sich ehrenamtlich engagieren und für Menschen Gutes tun. Und zum anderen gibt es da die Perspektive der beruflichen Neuorientierung, die sicherlich auch etwas ganz Wertvolles ist.